Hallo, warum ich jetzt wieder dieses Pikachu-Shirt anhabe? Ich habe es immer noch an. Ich drehe nämlich mehrere Videos jetzt auf einmal ab. Beziehungsweise, ich glaube, drei filme ich ab gerade. Oder beim letzten Mal habt ihr ja das Opening der Lootbox gesehen. Darauf steht jetzt gerade diese Kamera. Und ich fange jetzt eine neue Sammlung an. Angefangen hat es mit der ersten Loot-Chest-Box. Hallo, Kater! Er legt sich gerade vor dem Karton. Ich hoffe, er schmeißt sie nicht um. Und da haben wir so ein Bobblehead bekommen. Ich wollte schon immer mit dieser Sammlung anfangen. Der war in der ersten Loot-Chest drin. Captain Phasma, wie man ihn ausspricht. Sie, ich glaube, ist das nicht Brienne? Die Schauspielerin, die den Charakter spielt. Das sind diese Funko-Pop-Dinger. Okay, der ist, glaube ich, nur von Funko. Und der kommt ins Bücherregal. Wow. Und dann habe ich gedacht, boah, ich finde diese Dinger so cool. Deswegen fange ich auch mit so einer Sammlung an. Da ja Anfang Dezember die Epicon war, habe ich mir gedacht, komm, nimmst du das allererste Ding davon, das allererste. Und fängst irgendeine Serie an. Womit habe ich meine Manga und Anime und Nerdsucht begonnen? Richtig, mit Dragon Ball. Also habe ich mir, ich habe ihn auch noch nicht ausgepackt, habe ich mir einen Trunks gekauft, weil ich den am hübschesten fand. Den, mit dem habe ich begonnen, mit dieser Sammlung. Trunks ist der erste. Ich werde also die Dragon Ball Reihe beginnen. Und wir packen ihn mal aus. Trunks hat die Nummer 107. 107. So. Vorsicht, Kater. Wenn du die Kamera runterschmeißt, ne? Gibt's kein Frühstück. So. Das ist der Trunksy Boy. Und so sieht er aus. Süß, ne? Oh, ist der süß. Im Hintergrund hört ihr die Katze jaulen. Ja, Penny. Der wackelt nicht mit dem Kopf. Das sind diese, ich glaube, diese von Funko gibt es verschiedene Arten, aber ich muss mich da noch schlau machen. Das ist auf jeden Fall so eine Figur, die kommt auch schön ins Bücherregal. Der Trunksy. So, und weil ich ja noch, weil ich ja Blut geleckt habe, habe ich mal bei Amazon ein paar Charaktere, die ich geil fand, eingegeben. Ach, der Warcraft-Sticker. Ich habe einen Warcraft-Sticker, der ist da reingerutscht. Warum auch immer. Ist eine andere Geschichte. Wir haben eine, das ist in dem Epic-Video, in dem Epic-Con-Video zu sehen. Ich habe eine Box zu Game of Thrones mir gekauft, so eine Überraschungstüte, so eine Wundertüte. Und weil Game of Thrones, ne, dieser Löwe, der Stark-Löwe ja ist, haben die natürlich den Stark-Löwe reingetan. Tada! Natürlich nicht, das ist von Warcraft, die haben einen Fehler gemacht. Also ich habe einen Warcraft-Sticker in der Game of Thrones-Tüte gehabt. Aber das ist ein anderes Video. So, und jetzt habe ich noch eine Figur mir so geholt. Ich habe ja, wie gesagt, auf Amazon nach so Charakteren, die ich geil fand, gegoogelt und habe dann gesehen, what? Für den Charakter, den ich gesucht habe, wird für 150 bis 180 Euro auf Amazon angeboten. Ich dachte so, meine Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Den kaufe ich also nicht. So, als wir mit den Mädels Wichteln waren, auf dem Weihnachtsmarkt waren und da sind wir natürlich auch zu GameStop reingegangen, sagte Tanja auf einmal, ey Denise, stehst du nicht voll auf Tracer? Guck mal, die haben hier eine Tracer-Figur. Ich so, ja, ja, im Internet ist die für 150 Euro, Tanja, die wird wahrscheinlich nicht günstiger sein, aber ich habe mir Tracer gekauft bei GameStop, ja, und sie hat nur 15,99 gekostet. Neu. Steht nicht gebraucht drauf. 15,99. 15,99 statt 150. Natürlich habe ich die mitgenommen. Auch wenn das Weihnachtseinkäufe bevorstehen. Aber ich habe die mitgenommen. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich nichts mehr zu essen habe bis zum Ende des Monats. Aber ich habe sie mir gegönnt. Weil es ist Tracer. Tracer ist cool. Liebe Tracer. Ich spiele ja jetzt auch mit David zusammen Overwatch. Und ja, ich
Ich schmeiß Tracer weg. Klebt ein bisschen. Das ist Tracer. Tracer sagt Hallo. So, das heißt, meine Sammlung besteht aus zwei dieser Dinger. Und Mr. Wobblehead Phasma. Mrs. Das sind meine drei Anfänge der Sammlung. Und hier Convention hole ich mir ein weiteres. Das heißt, bis ich voll bin, dauert es 18.000 Jahre. Aber ist ja ein kleines Ziel, so lange zu leben. Deswegen werdet ihr bei den nächsten Conventions dann auch sehen. Trunks ist gerade umgefallen. Welche Figuren ich mir dann hole. So, das war's dann in dem Video. Und ich sag da mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.